and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit Pete Spiels Hard Reset. 20. Sendung schon, kleines Jubiläum, nach 2 Wochen Pause. Boah, 2, voll krass, ey. Bram ist wieder dabei, Alpha-Männchen Numero Uno am Start, nicht wahr? Ja, natürlich. Und natürlich ist Peter wieder mit dabei, unser Bratwurstlecker. Hallo, ich kau die immer direkt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer könnt ihr über Facebook mit uns kommunizieren. Ist unten eingeblendet, ganz genau. facebook.com/hardresetlive. Und jetzt schreibe ich wie immer, dass wir auch tatsächlich live sind mit einem coolen Witz. Liest du gerade, was ich so schön schreibe? Ja? Approvest du? Alter, ohne Spaß, ist der schlecht. Fuck you, ey. Ja, wir wollen jetzt hier nach 2 Wochen Pause, ne, euch ein bisschen ernster nehmen mit Facebook und so weiter und so fort. Ja, bis jetzt haben wir euch verarscht. Also ihr wart uns egal. Bis jetzt war irrelevant alles. Ganz war uns egal, wenn ihr mit dabei wart, haben wir euch verarscht. Nein, das ist nicht wahr, aber Doch. Wir wollen euch einfach mehr Sendezeit einräumen und einen kleinen Vorgeschmack gibt's auch gleich. Aber vorher schauen wir, was es diese Sendung alles so zu sehen gibt. Und das seht ihr jetzt. In der heutigen Folge spielen wir den Action-Plattformer Guacamelee. Wir reden ein wenig über neue Mobs in Minecraft 1.6 und zeigen euch noch vor Release Resident Evil Revelations. So sieht's aus, aber bevor wir mit irgendwelchen Spielen anfangen, reden wir über das, was ihr zu sagen habt. Ihr habt nämlich geantwortet auf einen Post, den ich letztens bei Hard Reset geschrieben habe, wo ich gefragt habe, ey, wie geht ihr denn mit diesem Sommerloch um? Keine Spiele am Start? Habt ihr noch irgendwas auf Halde? Wartet ihr auf irgendwas Bestimmtes? Was macht ihr genau? Und ihr habt fleißig kommentiert. Und unsere Redaktion hat ein bisschen was rausgesucht. Und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Also beispielsweise hat der Philipp Graupner geschrieben. Wir lesen die Kommentare jetzt übrigens gerade zum ersten Mal, weil wir wollten die in der Probe noch nicht lesen. Im Sommer wird nicht gezockt, da wird Party gemacht und draußen gezockt. Aber was ist das denn für ein Scheiß? Oh, das war's, ja. Was bist du denn? Wenn du gerade zuguckst, fühl dich angemacht. Ja, wenn du richtiger Gamer bist und du willst wissen, ob draußen die Sonne scheint, hältst du einen Arm raus. Wenn er dann braun ist, dann weiß das hell ist. Ja, so einfach ist das. Ey. Draußen gechillt, ey. Wir waren gerade ein bisschen draußen, war hammer warm, ey. Da mussten wir direkt nochmal in die Maske gehen. Weißt du, wenn du draußen haben willst, dann sitzt du vor dem Rechner und machst dir einen schönen Desktop-Hintergrund. Dann hast du draußen. Nein, ist aber echt mal ohne Scheiß. Grillsaison habe ich auch schon eröffnet, weil. Ja. Christian und ich kaufen uns tatsächlich auch einen Grill. Ihr kauft euch jetzt auch einen Grill? Wir kaufen uns jetzt einen Grill. Hört sich ein bisschen gay an, oder? Christian und ich, weißt du so? Nein, das ist voll geil. Da können wir Würstchen braten, kann ich die lecken. So sieht's aus. Da können wir Würstchen braten, da kann er die lecken. Nein, also ohne Witz, gutes Wetter ist tatsächlich geil, weil Grillen ohne Scheiß. Aber naja, kann man jetzt auch endlich in kurzer Hose zocken. Das ist auch wichtig. Aber dann. What the fuck? So, hier, weiterer Kommentar von Paul Kretz. Dota 2, wenn es denn mal losgeht. Und DayZ Standalone wird von mir auch sehnsüchtig erwartet, da ich DayZ trotz den 1000 Installationsversuchen nicht zum Laufen bekomme. Das tut mir natürlich leid. Ja, Learn to Play. Ohne Spaß, DayZ Commander und los geht's. So ohne Scheiß, DayZ Commander ist vielleicht ein guter Tipp, google das mal. Ist eigentlich relativ simpel, der ohne Spaß, das alles Learn für to play. Dich. Ich meine, wenn er 1000 Installationsversuche hatte, hat es vielleicht sogar schon versucht. Weiß man natürlich nicht. Könnte sein. Oder ist ein hier hängt gerade hier so gammelig rum. Moment mal kurz. Okay, es hängt da gammelig rum. Und Dota 2, wenn es losgeht, also Dota 2 kann man ja schon spielen, also deswegen verstehe ich den Satz nicht ganz. Oder meint ihr jetzt, wenn es da mal erscheint? Ich weiß nicht, ob der eine Einladung hat. Schreib noch mal, ob du keine Einladung hast zur Beta, weil wir haben noch ungefähr 58 frei, oder? Alter, und was kann ich für Dota 2 Keys ich habe? Da so? Kannst du wirklich auf, ich glaube, auf jede Facebook-Pinner von jedem Let's Player schreiben, ey, ich wollte Dota 2 Key. Ja, richtig. Und dann bist du dazu mit zugemüllt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, ich verliere hier all meinen Scheiß. Ja. Hammer geil. Ja, hier, das ist nicht hammer geil, du Motherfucker. So, red mal hier weiter. Ich red mal weiter. Kommen wir zum nächsten Mal zu Dirk. Gazerock oder Gatzerock oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Ich warte noch auf Dead Island Riptide und dann war das. Riptide heißt das. Ja, Riptide, sag ich doch. Du hast Riptide gesagt. Ja. Das ist voll der gute Rapper-Name. Riptide, Junge. Riptide, okay. Ne, wir wollen nicht tight rappen. Und das war's auch schon dieses Jahr mit den Games. Ach nee. Hab den Mist The Last of Us ja vorbestellt. Ich glaube, so hat er das nicht gemeint. Naja, kommt sonst nichts mehr hin. Gescheites. Ja, also, Last of Us. Last of Us wird auf jeden Fall geil. Da freue ich mich drauf. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Also, ja, echt, außer die enttäuschen uns jetzt vollkommen bei Naughty Dog, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Dead Island Riptide ab morgen.
Nicht Reptile. Ja, doch, Reptile. Auf das Reptile. Ja, Reptile. Auch ab gut. Morgen, stimmt. Ja, machen ab wir morgen. Auch, ne? Genau, by Let's the Play way, ja. Genau, also ein Interesse habt, ne? Wisst ihr Bescheid? Mhm. Irgendwann auf Pizza mit TV dann auch. Oh, geschickt, Junge. Ja, oder halt so, hier, Jonas Bögemann schreibt, hänge seit Februar in Wipeout von 1995 fest, da bin ich noch am Achievement-Jäger. Das ist ja voll krass. Also ich meine, ich kenne das ja häufiger, dieses Achievement-Sammeln, da kann man ja richtig, richtig viel Zeit investieren, aber dass jemand seit 1995 da dran sitzt, oder der sitzt da erst seit ein paar Monaten dran, aber das Spiel ist von 1995, tatsächlich seit, lass mich jetzt nicht lügen, seit 18 Jahren da dran sitzt, dann hoffe ich, dass du in naher Zukunft die ganzen Achievements auch bekommst. Ich bin mir mal überlegt, ich will aber voll der Pro sein. Vor allen Dingen, auf welcher Konsole ist denn das, bisschen, dass sich das dann lohnt? Weil 1995 gab es ja die Next-Gen-Dinger noch gar nicht. Na, egal. Was? Vor allem, dass man die jetzt noch Next-Gen-Konsolen nennt, ist ja Bullshit. Ja, wenn man jetzt schon weiß, dass Last-Gen ist es ja mittlerweile eigentlich. Cedric Schmidt sagt, Far Cry 3 Multiplayer mit euch sechs. Da müssen wir dich leider enttäuschen. Schmidti! Weil ich für alle, die es nicht wissen, Schmidti kommt aus der Serie-Community. Richtig. Schmidti. Schmidti. Duh. Also, nee, Far Cry 3 Multiplayer spielen wir leider nicht. Sorry. Auf die Koop nicht. Sorry. Weil geiler Singleplayer-Modus, den Rest hat Ubisoft leider nicht so mega pornös gemacht. Aber wir freuen uns auf das DLC, auch da wieder mit dem Singleplayer-Modus. Gibt es dafür auch einen Multiplayer-Modus? Ich tue einfach so, als wenn ich dich nicht gehört hätte, damit ich nichts Falsches sagen muss. Alles klar. Alles klar. Ja, Prestige 10, auf welches Spiel ist das wohl bezogen? Welches von Alex Brandt? Ich meine, so kann man den Sommer natürlich auch benutzen, weißt du? Wie wir gerade schon gesagt haben. Ja, aber du brauchst doch pro Prestige maximal 2 Tage. Alter, nein. Doch? Nein. Doch, ja, du nicht. Du bist auch schlecht. Du kriegst keine Erfahrungspunkte. Aber ich brauche 2 Tage. Was ist denn 10 das Maximalprestige? Weiß ich gar nicht. Bei Black Ops 2 habe ich mich überhaupt nicht mehr mit beschäftigt, mit dieser ganzen Prestige-Sammlerei. Nee, ich auch nicht. Ich meine mich erinnern zu können, dass diese Prestige-Sachen immer wieder angehoben wurden. Aber Prestige 10 ist schon kranker Shit. Die ganze Woche beschäftigt. Und ansonsten, was er da sonst macht, sonst wird draußen Party gemacht und just chillt. Ja, ganz genau. Kann er sich mit Philipp Graupner zusammentun und dann können die draußen Party machen und chillen. Nein, Mann, Prestige 10, Junge. So, Philipp Fender schreibt, für den 3DS sieht es kommenden 2 Monate mega geil aus. Oh Gott, jetzt sieht man wieder meine Inkompetenz, weil ich nicht weiß, was da alles kommt, geil ist. Weil ich keinen 3DS besitze. Ich auch nicht. Hardy, wenn du jetzt hast, ruf mich mal kurz an. Ja, echt mal, Hardy, ruf mal kurz an, bitte. Wobei, ich habe mein Handy auf lautlos, ich werde es nicht mitbekommen. Moment, guck mal. Moment, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Ja, wobei, ja, das so schnell kann ich mir... Wobei, ich glaube, Jay hat auch einen 3DS mittlerweile, wenn ich mich recht entsinne. Nee, hat er sich extra für Pokémon geholt. War leider... Nicht der Fall. War leider nicht der Hardy. Toll, unsere eigenen Leute gucken uns nicht. Erstmal. Zack, hart. Aber ist gut, für 3DS kannst du ja auch draußen gut zocken. Ist ja optimal. Stimmt, kannst Party machen, draußen chillen und gleichzeitig 3DS zocken. Ja, und währenddessen Bratwurst lecken. Oh, Alter, ja. Vater, ey, Multitasking. Multitasking auf höchstem Level. Aber wir haben natürlich noch mehr. Calvin T. Scherer sagt, Ziel 1000 Spielstunden bei M. Ach, das ist Monster Hunter. Triu. Wusste ich natürlich, habe ich jetzt gerade nicht aufs Ohr gesagt bekommen. Also. Monster Hunter Triu, ist doch klar. Ja, ist Ultimate quasi, ja. Nicht U. Doch, Triu. Scheiße. Wollte der mich verbessern, der Spackomat da vorne? Hat aber nicht funktioniert. Im Sommer hat er genug Tag, genau. Und jetzt so ein Philipp Graupner, so verrückt man seinen Sommer, ja, gefälligst. Schön zu Hause sitzen, 1000 Stunden Monster Hunter Triu Ultimate spielen, statt draußen Party zu machen und zu chillen, ja. Komm mal klar auf dein Leben. Ja, die Gesellschaft, soziale Kontakte werden vollkommen überbewertet. Du musst zocken. Ich habe aber mittlerweile von vielen gehört, dass das echt das voll krasse, geile Spiel sein soll für die Leute, die da richtig gut Zeit investieren. Ja, das habe ich auch gehört. Aber egal, wir kommen jetzt zum letzten Kommentar von Johann Katschke. Der sagt nämlich, Sommerloch, endlich werden die Röcke wieder kurz. Aber ich glaube, das ist, wir sollten hier auch mal mit kurzen Röcken kommen. Wobei, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon einen an, ihr seht es einfach nur nicht. Ach, fuck you. Fuck you. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Tut mir leid. Klein dem im kleinen Gebühr. Ja, stimmt. Kann man gut aus dem Fenster auf jeden Fall die kurzen Röcke sehen, während man drin sitzt. Nein, tot. Ja, echt mal voll die Ablenkung. Ey. Wahrscheinlich im Sommer die Autounfälle sind viel, viel krasser als im Winter, weil man im Winter nicht so krass abgelenkt wird. Ohne Scheiß, ich habe da schon viele Geschichten von Fahrlehrern gehört, die einfach die ganze Zeit abgelenkt sind und ihren Leuten gar nichts beigebracht haben. Ich habe jetzt auch für euch die Info, was für den 3DS rauskommt, boah, weil ich richtig gut bin. Und zwar im Donkey Kong Returns 3D und Pokémon Mystery
Mystery Dungeon, Gates of Infinity. Boah, bin ich gut oder was? Gates? Vielen Dank an dieser Gates Stelle. Of Infinity? Gates? Ja. Gates? Danke in diesem Fall an Marcel natürlich. Buddy. Kenn ich den? Ja, der ist bei uns auf dem Pizza Community Test. Ach, der Marcel. Jetzt Marcel. Hast du gesagt, Pizza Community Test. Ja. richtig. Also, falls ihr aber trotzdem irgendwie gerade nicht wisst, was ihr zocken sollt, weil halt irgendwie nicht so viel Neues rauskommt, dann haben wir vielleicht einen Tipp für euch im Spiel der Woche. Und das ist nämlich Guacamelee. Das ist ein Wunder. Ah ja, genau, wir hatten da ja was vorbereitet eigentlich. Wir haben das vorbereitet und Peter hat mal schon wieder nicht gecheckt, wo der kleine Mongo ist. Dafür habe ich meinen Controller schon. Ja, den habe ich auch schon hier. Aber du hast ihn noch nicht angehabt. Klar. Ja, den hast du gerade angemacht. Nein, das stimmt nicht. Na, gut, dass die Dame. Spiel beenden. Nein. Ja, direkt mal Spiel beenden, oder was? Oh ja. So, jetzt geht's hier ab, oder was? Hallo, lass mich doch mal hier ja, erst. Okay. Ne? Ich wollte mal kurz was zeigen, damit die Leute schon mal sehen können, wie geil das Spiel ist. Wir müssen uns ja Anderle. Nee, Anderle ist, glaube ich, was anderes. Anderle? So, Moment, mein. Ich habe so viel Pastete auf meinem Gesicht wegen der Maske, dass das man das überhaupt krass. Nicht. Oh. Man kann kaum richtig sprechen. Jetzt halt doch mal. Das ist halt wie bei uns. Bei uns halt einfach keine Bärte. So, Guacamelee, das ist ein wunderschöner Indie-Titel für die PlayStation 3 und die PlayStation Vita, den man halt im PSN-Store kaufen kann. Für geschmeidige 14 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Wobei, ich glaube, ich habe einen Rabatt bekommen, weil ich PlayStation Plus-Kunde bin. Und wenn man den einmal für eine Plattform kauft, gibt es den auch direkt kostenlos für die andere Plattform dazu. Das heißt, du kaufst den für die PlayStation 3 und kannst dann auch auf PlayStation Vita zocken. Und man kann es zu zweit spielen und es ist ein Plattformer mit Action-Elementen und er ist in einer mexikanischen Welt gehalten. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was der gesagt hat. Ich habe die Story voll verfolgt zu Hause. Ja, kannst du auch zu Hause weiterverfolgen. Ja. Ich folge die Story hier doch nie. Ja, ist ja gut, Alter. Aber die Texte sind eigentlich immer ganz witzig. Okay. Nur keine Scheu, du bist ein Held. Boah, war das lustig. Ja, ich habe es jetzt nicht lesen können. Stimmt's? Das ist so oh ja, ich weiß. So, wir sollen. Moment, wir gucken mal kurz auf die Map. Wir sollen nach links rum raus. Also, die Story kurz zusammengefasst: Unser Dorf wurde von einem bösen Herr der Toten überfallen. Und wir müssen jetzt gegen den kämpfen quasi. Scheiße, ich verliere die ganze Zeit mein Rauschebart. Deine Rauschebart. So, guck mal hier: Die Skelette kann man schön ab. Und dann kann man die noch so geil werfen. Okay, der Bart muss leider weg bei mir, weil das bei mir einfach nicht funktioniert. Boah, ich hab gesehen, wie ich hier getrickst hab. Ich frage mich gerade, zählt das Geld für uns beide gleichzeitig oder kann ich dir was abzocken? Nee, dann ist ja gut. Guck mal, das hier sind hier so geile Stationen, wo man sich was kaufen kann. Hör doch mal auf, was zu drücken! Jo, Spaß! Ja, Junge, Alter, was soll das denn? Ja, ist okay. So, man kann sich jetzt hier beispielsweise Gesundheit holen, aber uns geht's ja noch gut. Aber man kann sich auch noch so Spezialfähigkeiten holen, aber ist uns jetzt egal. Ja, sorry für den Rips, tut mir leid. Ist kein Problem, ich verzeih dir. Oh, da hat er mich voll getroffen, das gibt's doch gar nicht. Aber was man zu dem Spiel noch dabei sagt. Boah, Junge, hast du gesehen? Nö, hab ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier mehr so auf mich konzentriert, muss ich sagen. Erstmal, ich finde die Animation und diesen ganzen Grafikstil, der hat erstmal voll was. Zweitens steuert sich das total cool eigentlich. Ich weiß nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Wie komme ich denn nach unten? Ich bin Dennis. Ja, sehr gut. Du kommst nach unten, indem du nach unten drückst und dann springen. Ja, oh, ich hab's natürlich falsch gemacht. Ja. Aber das Spiel hat halt unwahrscheinlich viel Humor und vor allen Dingen ganz viele Anspielungen auf Videospiele, auf Internet-Memes, auf all die Sachen, aber relativ dezent verpackt. Also, dass es nicht irgendwie übertrieben wirkt oder halt einfach fehl am Platze, sondern beispielsweise Plakate im Hintergrund oder sowas. Boah, hast du gesehen. Ja, das hast du richtig fein gemacht, ja. Ich weiß. Kriegst du noch mal einen Keks? Ja, du kriegst nachher deinen Keks. Oh Gott! Ja, hier musst du jetzt die Spezialattacke anlegen. Stirbt man eigentlich nicht? Ja, hast du ja gerade gesehen, was passiert. Oh fuck, das war jetzt noobig. Pass auf, kommen wir da unten auf den Vorsprung? Ja. Ja, okay. Dann ist das natürlich easy. Ne, du musst halt diese Spezialattacke, die ist relativ wichtig, ja genau. Ich finde da gerade ein bisschen schade, dass wir jetzt hier zurücklaufen müssen, weil hier bin ich ja die ganze Zeit vorhin schon entlang gelaufen. Ich guck mal kurz auf die Map, ob wir noch gerade richtig sind. Ich laufe nämlich nicht. Ne, Moment. Ne, wir müssen nach da oben. Da sind wir doch gerade hergekommen. Wir wurden gerade voll genatzt. Was fuckst du mir denn einfach, Bram, ey? Ja, tut mir ja leid. Aber ich dachte, du bist ein bisschen kompetent, finde ich. So. Ja, jetzt weiß Bram wieder nicht, wie er da durchkommt. Ah, doch, weiß er, wo er scheiße. man lernt über das Spiel hinweg immer wundervolle Fähigkeiten und man sieht in den Leveln immer mal wieder so, okay, da kommt man erst hin, wenn man die Fähigkeit hat und da kommt man dahin, wenn man die Fähigkeit hat. Also
Das ist... Ey, fuck. Man kann die Spezialfähigkeit immer nur bestimmt häufig benutzen. Dann ist man out of power. Aber wir sollten dem Typen doch gerade folgen und der ist doch nach links weggelaufen, oder? Der war auch Schwachsinn, wenn er nach links wegläuft. Ne, wir müssen immer noch nach rechts. Okay, okay, immer weiter nach rechts. Dann machen wir das doch mal. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie der nach links wegläuft. Ja, guck, du hast überhaupt nicht aufgepasst. Da sollte man die Fresse. Ich sag doch gar nichts. Ne, guck mal, da oben müssen wir hin. Ah, ich war voll verwirrt. Guck mal, man kann auch in den Häuser rein. Oh Gott. Mal gucken, was hier so abgeht. Alter, das Haus ist viel größer, als ich dachte, muss ich mal gerade sagen. Okay, hier in dem Haus passiert jetzt gerade nicht so viel. Man kann also Schatztruhen finden, Geld finden. Oh, Viva Pañata! Das ist erstmal Money. Also, sehr viel mexikanische Anspielungen. Was denn? Oh, fuck. Ich war einst ein Luchador. Du bist wie ich, als ich in deinem Alter war. So sieht's aus. Ja, wahnsinnig interessante Information, muss ich sagen. Ja, du wolltest die Texte lesen, weil die so mega lustig waren. Hast du gesehen? Jetzt gehen wir da vor der komischen Ding auf deinem. Ja, weil du mir das da drauf gemacht hast. Angry Rooster. Du spielst immer mit deinen komischen Dingern rum. Ja, so, was sagt die denn hier? Es war schrecklich. Ja, okay. Sie wollten zum Regentempel. Alles klar, da müssen wir jetzt wahrscheinlich. Oh, hier gibt's eine Sidequest. Weil es gibt auch Sidequests. Sinja, du musst uns helfen, um ihn zu finden. Por favor. Okay, das wird uns dann auch die Sidequest eigentlich angezeigt? Ne, ich glaube nicht. Okay, weil ich habe vorhin auch schon mal eine Sidequest gemacht, aber da wusste ich, wo ich dafür hin muss. Der ist das wahrscheinlich nicht, ne? Nichts ist mehr heilig. Echt mal. Teddy's Tacos! Ah, da kommen wir aber leider nicht rein. Moment, lass mich mal kurz hier... Ja, ich konnte jetzt nicht auf Plakat gucken. Ich habe mich gerade zu mir teleportiert. Ja, du hast dich gerade zu... Nein. Moment mal kurz. Da beispielsweise haben wir die Oh-Really-Eule aus den Internet-Memes. Oben links. Ah, Moment. Und sowas sieht man hier dauernd, dafür muss man aber ganz schön Augen haben. Ich habe auch schon Anspielungen gesehen auf Metroid und auf ganz viel anderen Scheiß. What the fuck, ey. Wo willst du hin? Willst du dich umbringen lassen? Du musst zum großen, edlen, schönen, gütigen, weisen, unwiderstehlichen, schlangentötenden Kombo-Huhn. Es ist wieder da, es kann dir beibringen, was du zum Betreten des Tempels brauchst. Okay, alles klar, wir müssen das Kombo-Huhn finden und das ist weiter rechts. El Linko, ja, den kenne ich gerade gar nicht, aber das wird uns übers In-Ear gesagt. Das ist El Linko, okay. Da. Ach, auch Anspielung auf Link natürlich. Ich bin fast auf leer. Ich habe noch nicht alle Zutaten für... Alter, wir sind jetzt hier gerade voll in den Quest-Hub gekommen. Jetzt zieh dir das rein. Echt mal. Echt mal. Nee, ah, mir gusta! Mir gusta! Moment, mal eben gucken, wir müssen weiter nach rechts. Ohne Spaß, ich frage mich aber so Dingern immer noch, ob die an irgendjemanden Copyright dafür bezahlen müssen. Und an wen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Weil irgendeiner muss das ja mal erfunden haben. Mein Bruder hat die schlechte Angewohnheit, sich in unmöglichen Nationen zu bringen. Das ist wirklich beschämend. Das ist schon wieder verschwunden. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Kommt mal da drüber. Alter, wie viele Quests wir hier finden? Nee, noch nicht, glaube ich. Alter. Ich würde das nur mal probieren. Aber wir können da unten die Kiste aufmachen. Oh ja, stimmt. Na mal gut. Hallo? Wenn du weißt, wie man durch Wände geht, das wäre super. Nee, das wissen wir aber noch nicht. Tut mir leid. Warum wissen wir sowas denn alles nicht? Boah, wir sind voll dumm. Ja. Okay, komm, wir nehmen jetzt keine Quest. Wir müssen zum Huhn. Nee, noch einmal. Mal kurz gucken. Wir sind am Huhn vorbei. Noch links. Da war der Gym. Ja, genau. Ich bin das große Kombo-Huhn. Willkommen in meinem Dojo. Wenn dich Galaka und... Was? Wenn du dich Galaka und den Kräften des Bösen stellen willst, musst du noch viel lernen. Beginnen wir mit der einfachen Dreischlag-Kombo. Poncho? Poncho? Poncho! Poncho, begrüß den Luchado. Ja, den Luchado, ey. Begrüß den Luchado. Was? Ja, du wirst bezahlt. Gut, leg los. Was ist hier los, was? Versus Poncho. Referee ist Combo Chicken. Ach so, ich muss jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, das kenne ich doch sogar schon. Das habe ich doch die ganze Zeit gemacht, ey. Bring mir doch mal was Neues bei. Kannst du auch in der Luft ausführen? Gefahrenzulage dieser... Steht eine Miezekätzchen, die an die Arbeit jetzt. Okay, in der Luft! Und Spaß. Man kann man wieder nichts. Jetzt machen wir den noch nicht weg. Machen wir den noch nicht weg. Ja, ist doch wahr. Ja, ist doch wahr. Deine Mutter. Luchado Lift. Ja, okay. Naja, jetzt kannst du. Weißt du, versuchst das gar nicht mehr. Ja, was soll ich denn da jetzt hinrennen oder so? Weil meiner steht immer links von deinem, damit hast du den kürzeren Weg. Ja, kenne ich auch. Also da hatten wir gerade den Spezialangriff. Gut, dass wir jetzt hier nochmal beigebracht kriegen. Das habe ich doch alles gerade schon benutzt, ey. Dann bin ich jetzt in Luchado von Handy zu einer mächtigen kommen. Oh, what the fuck, ey. Das ist mal schnell hier. Oh, fuck, habe ich schon mal versagt. Jetzt bin ich hier mal ein bisschen überfordert. Moment mal kurz. So. Boah, Junge, ey, hast du das gesehen, ey? Das ist ja hier wie bei Tekken, Alter. Ja, Bram hat das noch nicht versagt. Jetzt hat er versagt. So.
Ne, Moment. Nein, wir so. Brechen das nicht ab. Moin, so, brav. So. Ja. So. Ja. Ey, da konnte ich nichts für, ey. Leck mir doch den Jaggon. Ja. Ah, yes. Geht doch, ey. So. War das It's me! Ach, da. Vögel, die im Zimmer rumfliegen. Die kannst du nur über meinen Flugweg spotten. Dran, was ich für dich getan habe. Verschwinde! Jetzt ist er weg. So, will ich nicht um mich. Screw. Wieso kannst du nicht so schnell lesen? Halt, ich komm wieder zu mir zurück. Lies schneller. Okay. So, wir gehen jetzt, glaube ich, zum Huhn zurück, oder? Ja. Nee, wir müssen nach ganz weit links. Was gesehen? Ich hab deinen Huhn gesnackt. Ja. Oh, guck dir das an. Oh, guck mal da oben. Oh, ich kann nicht mehr die Powerfähigkeit einsetzen. Moment mal kurz. So, jetzt aber wieder. Hui! So, mal gucken. Ey, ohne Scheiß. Guckt mal, wie viele Anspielungen ihr findet, die wir jetzt gerade übersehen haben. Gassa. Guck mal, das hier, die kenne ich nämlich auch. Die sind von PlayStation bekannt. Das ist so ein Koop-Spiel. Ich habe Castle Crashers heißt das, glaube ich. So, mal kurz gucken. Ey, was machst denn du da? Hat's mich jetzt hier nass. Was wollen? What the fuck? Ganz recht, kleines Huhn. Ich bin nur ein lebloses Objekt. Nur ein wenig näher. Dieser Mess auf dem Boden sieht lecker aus. Ja toll, hat ihn ja nicht mal gefressen. Oi! Du hast es verscheucht. Ah, jetzt sind wir die Bösen, oder was? Ich finde, Alter, das war echt ziemlich nett sein, oder? Tut mir leid, fand ich immer so. Ja, komm. Lass mich. Que pasa! Moment, da, kann ich den irgendwie. Nein, der sucht irgendwas. Ja, das, ich dachte, ich könnte den jetzt richtig geil wegsnacken, weißt du? Weißt du? So, jetzt hier Ladebanken, ja, das ist natürlich regelmäßig. Weiter geht's. Lass mal kurz gucken. Okay. Ja, okay. Ja, ist klar. Jetzt wird hier, glaube ich, nämlich ein bisschen gebumst. Jetzt wird hier gebumst, oder was? Oh, geil, ey. Guck mal, siehst du diese glitzernden Objekte? Ja. Weil irgendwann in dem Spiel bekommt man auch die Fähigkeit, zwischen Dimensionen hin und her zu wechseln. Und dann muss man quasi im Sprung irgendwie so Tasten drücken und dann werden, dann werden die Objekte real und die anderen durchsichtig. Und dann muss man so hin und her springen, weißt du? Das ist ein bisschen so wie bei Jonas ist das. Da war das nämlich genauso ähnlich, weil man dann... wir können uns eigentlich mal was kaufen. Wir haben mittlerweile so viel Cash. Haben wir Zeit dann? Wieso bist du nach rechts gegangen? So, Ausdauerregen und so Quatsch brauchen wir nicht, aber hier beispielsweise beim Greifen den mit nach unten und ja, ist klar, kaufen wir mal die Ramme, nicht wahr? Klar. Ramme. Bitus Ramme. Bille Driver. Okay, haben wir erstmal gebeilt. Weiter geht's. Moment, wie machst du das denn jetzt? Ja, beim Greifen stand er doch. Hey, warte, mal langsam, willst du nicht mehr gehen? Ich werde das muss ich mir ersparen. Ich hätte bloß überlebt. Was ist denn? Alter, kein Problem, Junge. Oh, was ist das denn hier? Guck mal da oben. Das sieht interessant aus. Crystal Man. Wow! Ja, Moment mal kurz. Okay, ich hab das Prinzip verstanden. Okay, alles klar. Dann kommen wir nur weiter, wenn wir die Dimension wechseln. Aber noch können wir das nicht auf Tasten drücken, offenbar. Ich verstehe! Bam! Ja, jetzt hättest du die Ramme machen können, beispielsweise, weil du gerade im Greifen warst. Guck mal jetzt mal in die Ramme. Ja, jetzt habe ich das irgendwie nicht gekriegt, oder? Weißt du, ich finde, wenn man solche Spiele mit mehreren spielt, ist das immer voll unübersichtlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, sowas wie Castle Crashers tatsächlich zu viert zu spielen. Da hättest du jetzt, glaube ich, auch die Ramme machen können. Ja, Moment, ich mach jetzt. Nee, machst du nicht. Komm mal hier, komm mal ran. Ja, ich lauf doch schon. Komm mal ran! Ja, was denn? Komm mal her. Guck mal, da ist einer der Endgegner. Die sieht aus wie Prinzessin Jasmin aus Aladdin. Ist das der Mächtige? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Wir nennen ihn einfach Luchador. Luchador. Aha. Ja, guck mal, das stimmt sogar, hören wir gerade über das das Beste verschwiegen. Oh. Ach, Luchador, mach dich locker. Guck mal, wie die Haare wehen. Und Ja, ich will nicht so. Keine Wirkung, ich glaube, die will uns gerade verzaubern. Wenn wir uns sehen, ist vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber jetzt rufe ich Karls mein Haustier. Okay, haben wir jetzt Bossfight? Wäre hammer geil. Wirklich? Heftiger. Diese Doppeldeutigkeiten! Okay, Aluxis heißt der. Ja, ich war nicht so lustig wie so ein kleiner Scherz, ne? Hier am Rande. War ich nicht lustig. Boah, jetzt geht los, ey! Moin! Verdammt, hat wieder nicht dafür gesorgt, den zu. Ne? Oh Gott, mehrere! Da hab ich die Ramme gerade gemacht! Das ist, ohne Scheiß, das ist so ein Wrestling-Move. Finde ich voll geil. Passt auch voll gut zu meinem Aussehen. Alter, komm, da kannst du noch ein bisschen Wärme zergucken, ey. Alter Vater, wie krass ist das denn? Aber geil, gefällt mir gut. War viel zu einfach. Das war echt viel zu wenig. Gib mir noch ein bisschen mehr, ey. Ja, da freut sich die Ziege links! So, ey. Erstmal Money. Money. Na. Oh, guck mal, hier können wir die. Hier müssen wir die Dimension wieder wechseln. Ah, hast du gut gemacht. Leute.
Das kann mit zwei Mann kompliziert sein. Oh, guck mal, wir haben beide mitgedacht. Das ist halt nicht geil. Wow! Hast du das gesehen, Junge? Hab ich gesehen, Junge. Hast du gesehen? Boah, ohne Spaß, irgendwie macht man voll Spaß. Ja, ne, das kann einiges. Ja, Moment, Moment. Hier, das noch machen. Was nee, warte, warte. Okay, Moment. Jetzt hast du mich gerade voll. Alter, ich bin voll verwirrt. Ja, ist doch egal. Oh, schau dir das an. What the Scheiß, wie die. Ich find das voll geil, wie die Sachen. Okay. Hast du dicke Eier oder was? Klar, hab ich dicke Eier. Kann ich den hauen? Komm, wach mal auf. Stinkt hier. Ja, nee, kann ich irgendwie nicht. Können wir ja. Guck mal, Nickerchen ist vorbei. Ja. Ging aber noch. Oh, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Aua! What ja, the fuck? Hier ausweichen ist relativ. Ja, oh, da läuft voll gut, Bram, ey. Muss einfach nur die geile Dimension wechseln. Ah, ich wollte die Ramme machen! Oh, oh. Dimension wechseln! Ich bin dabei. Und dann auf die Fresse gehen. So, kommt da noch einer? Nee. Guck mal, da kriegen wir jetzt hier wieder Money. Wir da geht's. Kriegen Geld, wenn wir die Spaß das. Ja, ich sag es doch, ich hab es dir vorher gesagt. Feuerangriffen kann man nicht ausweichen, was soll das? Denn? Oh, das sollte ich nicht tun. Oh, ah, nee, das ist keine Rolle. Was macht der jetzt für Angriffe? Ah, guck mal, man kann den einfach hauen. Leute! Ja, der hat sich gerade so zusammengerollt. Greif ihn! Greif ihn, mach die Ramme! Okay. Ach, besser ich nehm links. Ich glaube, ich habe die Ramme wieder nicht hingekriegt. Ich bin so ein Mongo einfach. Jetzt nehme ich rechts. Oh. Oh Gott, Feuergriff! Aua! Ey, Moment, jetzt ist einer von denen in einer anderen Dimension. Ja, dann machst du einfach so. Oh Gott! Ja, Ramme! Nee. Hab ich den abgenommen? Ich glaube, du hast mir den gerade geklaut. Und Scheiß. Kleiner Hunger. Ja, ist meine Aufgabe. Ja, guck mal, wie viel Geld wir hier einfach kriegen. Ich sehe das gar nicht. Doch, 3500 erwischen. Voll die. Ah, hier müssen wir runter. Einfach sind wir da musst du ja dich durch. Roll! Lol, Moment. Oh, was mach ich denn hier für Quatsch? So. So, komm, jetzt können wir den finden. Oh, jetzt können wir den. Ey, den interessiert das überhaupt nicht. Aber gut, ich weiß nicht, ob wir hier rumenden gemusst. Ich glaube, da hätte man noch links rumgehen können. Ne, ich glaube, hier ist einfach nur. Bonusziege. Bonusziege. Ey, den kenne ich schon, den habe ich schon kennengelernt vorher. Wie spät haben wir eigentlich? Ach, alles easy. Heilige Guacamole, Kumpel! Warum hast du meine Schutzstatuen-Ast kaputt gemacht? Das war mein Ast, Mann! Wenn du das nächste Mal eine neue Kraft suchst, dann frag einfach, Mann. Jetzt wird er nämlich in Ordnung, Zeit, den neuen Move beizubringen, den du gerade von dieser Statue erhalten hast. Ich nenne ihn den Ziegensprung. Oh, scheiße. Ganz einfach, drücke X, wenn du eine Wand triffst, um den Ziegensprung auszuführen. Meine Freunde meinen, ich soll diesen süßen Move den Wandsprung nennen. Das hat sich jedoch nicht zickig genug angehört. Ich finde die Animation zu fett. Go Jump! Na, ja, das Spaß, ich liebe das Spiel. Okay, alles klar, kein Problem. Ah, guck mal da. Mal geil, Junge. Ah, guck mal. Jetzt ah, guck mal, ja, Junge. Junge. Oh, was geht jetzt ab? Jetzt ist der da unten hoffentlich wach geworden. Ja, ich hätte jetzt gerne fighten. Zum Finale nochmal so ein bisschen fetten Battle. Also, das machen wir jetzt einfach ein Live-Let's Play, bis wir fertig sind mit dem Spiel. Ja, scheiß auf den Rest der Sendung. Na, ich glaube, darum ist. Ich spring erstmal. Ja, warte. Ja, warte. Moment, man hätte theoretisch auch jetzt einen weiter. Oh, hier ist wieder so ein. Na, der Thun ist unser Freund. Hey Mann, ja, warte nicht befragt. Halte Dreieck, um dich festzuhalten. Oder drück gar nichts und lass dich bleiben. Ja, wir müssen aber nicht Dreieck drücken, um uns festzuhalten. Nee, ich wollte einfach nur mal wissen, wie das funktioniert. Pass auf! Jump! Lol. Das hat richtig gut gemacht. Das war glaube ich falsch. Ich muss nämlich dahin springen, dahin springen, dahin springen, dahin springen, dahin. Oh, Alter! Ich raste an! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du machst das? Nein, ich mach das nicht. Ey, ohne Scheiß. Fuck. Moment, das war jetzt gerade falsch. Ja, komm, du machst das jetzt. Okay, jetzt darf ich mal. Ja, mach du mal. Das kann ich. Nee, du musst, ach so, du musst so auch anfangen. Du musst so anfangen, genau. Jetzt rüber, genau, und jetzt irgendwie. Lol. Boah, du bist einfach zu dumm dafür. Ja, ich dachte dann auch. Moment, ich möchte jetzt aber auch einmal probieren. So, so, so. Ja, Siege, Junge, war doch kein Problem. So. Schade, schaut mal, gibt's kein fettes Boss-Battle mehr. Guck mal, hier waren wir vorhin. Achso, Leute, die sind wir vorhin ja. Ach, okay, alles klar. Jetzt, guck mal, jetzt können wir hier hochjumpen. Ah. Und jetzt gibt gleich das fette Battle. Hab ich gerade auch irgendwie. Hab ich gerochen. What? Nein! Oh, Moment, wie funktioniert. Achso, Moment, ich hab ne Idee. So, so, läuft. Aua!
Nee, Moment. Nee, falsch. So läuft der Hase nämlich. Das darf echt nicht wahr sein. So. So. Nein, ach Gott schon! So. So. Das erinnert mich ein bisschen an Meatball hier, ey. Ohne Spaß, ey, das ist aber mega schwer. Finde ich voll geil gerade, muss ich echt mal sagen. Nein! Ja, nein! Okay, runtersliden lassen. Drüber springen? Nein, das war nicht weit genug. Nein! So, jetzt aber. Zack, zack, slide. Slide. Deine Mutter slidet schön nach Magie. Okay, jetzt hier bleiben. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Nein, das gibt's ganz ja nicht. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich, allerdings. Nein! Alter, wie schlecht sind wir eigentlich? Das ist nochmal von Super Meat Boy gerade. Und direkt zum Anfang hier. Oh Gott, ich darf noch nicht die Aktion benutzen, okay. Boah, Bram macht das! Bram macht das. Bram macht das echt nicht. Jetzt sind wir direkt nebeneinander, das macht es bestimmt einfacher. Können wir hier runtersliden, soweit sind wir uns einig. Dann rüberspringen, dann auf die andere Seite springen, dann. Hä? Fuck you, ohne Witz! Ja? Ja, okay. Bram macht das jetzt ohne Scheiß. Bram ist ein König, einfach nur. Ja, mega König. Was hab ich denn da erwischt? Ja, so ein Herz, man kann so Herzen sammeln. Boah, jetzt guck mal, nur einer muss das schaffen, das ist natürlich fair. Moment, wir müssen zurück. Ja? Das war nur so ein Special-Objekt, glaube ich, ja. Ey. Moment! Moment, was willst du da oben noch gucken? Als, bevor du gerade da durchgelaufen bist, kommt man hier links noch weiter, oder? Nee. Nee, das hat einfach nur eine andere Farbe bekommen. Ah, da ist jetzt aber die Tür. Stimmt, die war da vorhin nicht, oder? Ach so. Ey, das ist voll gemein. Wie man sich trollen kann. Und Scheiße, wie soll man das denn zu zweit machen? Okay, machen wir das einfach so. Okay. So. Ne, Moment, das war ganz falsch. Dumm. Okay, wir hören gerade, dass wir den Drachen leider nicht mehr schaffen. Wir müssen zum Ende kommen, weil wir so inkompetente Scheiße sind. Wir sind echt mega inkompetent. Nein, inkompetent sind wir eigentlich. Moment, wie soll das denn. Wir dürfen nicht da reinkommen, oder? Ne, ich glaube auch. Okay, ich will nicht zum Ende kommen, ich bin jetzt noch weiter spielen. So, jetzt haben wir schnell zum Drachen noch. Ja, nee, jetzt gibt nochmal ein Fight, oder was? Ja, jetzt gibt nochmal ein Fight. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal Pause machen. Wie spät haben wir denn? Oh, können wir ja, noch wieder kommen, noch ein bisschen? Nein, ich halte mich doch auch nur an das, was uns gesagt wird. Ohne Spaß, wir sind nicht mal die Haschen unserer eigenen Sendung. Nee. Wir müssen jetzt sicher einfach 3 Stunden zocken. No. Ohne Scheiße, ich finde das Spiel voll fett einfach nur. Und ich bin voll am Schwitzen, muss ich gerade auch mal sagen. Was müssen wir machen? Na, ist okay. Was möchtest du sagen? Nee, sag's dir später. Okay, sagst du später. Kannst du mir sofort in der Pause sagen, denn wir haben jetzt Pause kurz. Genau. Und zwar 100 Sekunden. Wir machen nämlich jetzt Werbeunterbrechung. Ja. Wurde neu eingeführt. Wird neu eingeführt, richtig. Das sind die tollen Neuerungen, die wir versprochen haben. Genau. Erstmal Werbung. Nee, 100 Sekunden werden wir jetzt hier Werbung einblenden, weil, naja, das ist einfach hier. So. Muss leider. Müssen wir ja nicht, ist ja egal, ist ja, einfach so leider. Ist einfach so. Nein. Okay, also in 100 Sekunden sind wir wieder da mit News, noch einem neuen Segment und einer Preview von Resident Evil Revelations. Seinem kleinen Penis. Und dem. Bis gleich.